Hi, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, die ich hier gerade habe, ich gehe nämlich gerade mit meinem Hund hier im Wald spazieren, euch nochmal aufzurufen, mitzumachen bei unserer kleinen Challenge, bei unserem Ladeexperiment, das wir ab Anfang August gerne durchführen möchten. Dazu suchen wir so 5 bis 10 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Die Challenge liegt dabei, dass ihr dann in einem Zeitraum von 30 Tagen, und zwar innerhalb vom 1. August bis Ende September, also einen 30-Tage-Zeitraum, in diesem längeren Zeitraum, den ihr euch dann aussucht, versuchen wollen, unsere Elektroautos und Plug-in-Hybriden nur dann zu laden, wenn wir in Deutschland ein hohes Angebot an erneuerbarer Energie und damit einhergehend einen niedrigen CO2-Emissionswert pro Kilowattstunde haben. Und zwar sollte dieser Wert zwischen dem absoluten Minimum, das liegt so in Deutschland bei ungefähr 110, 112 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das hat was damit zu tun, dass wir in Deutschland eben noch keine 100% Versorgung hinbekommen und auch zum Beispiel die Kohlekraftwerke immer auch bei hohem Angebot von erneuerbaren Energien noch ein bisschen weiterlaufen müssen. Bis ungefähr 250 Gramm im bundesweiten Mix die Elektroautos laden. Das entspricht nämlich dann so etwa der CO2-Emissionsbelastung, die wir haben werden, wenn wir 2030 bei dann hoffentlich 65% erneuerbare Energien im Stromnetz haben, hoffentlich natürlich mehr. Das Ganze kann man sehr schön einfach kontrollieren mit Hilfe einer Webseite bzw. einer App, die wir hier im Video auch unten verlinken. Da könnt ihr also dann immer gucken, wie sieht's gerade in Deutschland weit aus. Deutschlandweit, weil wir auch oder ich auch speziell hoffe, dass deutschlandweit Teilnehmer einfach mitmachen. Und wir wollen mal gucken, ob das funktioniert. Wenn man also innerhalb dieses 30-Tage-Zeitraums sein Elektroauto wirklich immer nur dann lädt, wenn wir sehr, sehr niedrige oder zumindest vergleichbar niedrige CO2-Emissionswerte in Deutschland haben. Wenn ihr eine PV-Anlage habt, mit oder ohne Speicher, und eure PV-Anlage ausreichend Strom liefert, um euer Auto zu laden, könnt ihr natürlich, beziehungsweise euer Speicher ausreichend geladen ist, dann könnt ihr natürlich jederzeit laden. Das ist völlig klar. Das ist also unabhängig davon. Was wollen wir damit zeigen? Ja, wir wollen damit zeigen, dass das, was immer wieder auch in Studien, größeren, kleineren Studien, Expertenberichten gesagt wird, nämlich, dass das Laden von Elektroautos eigentlich gar kein Problem ist, wenn wir nur sozusagen zum richtigen Zeitpunkt laden. Wenn wir also eben nicht alle um 18 Uhr nach Hause kommen und dann unsere Elektroautos ranstecken und laden, sondern wenn wir das ein bisschen intelligent steuern, dieses Laden. Und eine Möglichkeit bzw. ein Parameter könnte halt der CO2-Emissionswert sein. Es gibt auch noch andere Parameter, zum Beispiel die Netzbelastung. Wäre auch so ein Parameter, der Börsenpreis. Wir haben das intern sehr intensiv diskutiert und haben uns darauf geeinigt, jetzt erstmal für diesen ersten Teil dieses Experimentes diesen CO2-Emissionsfaktor heranzuziehen, beziehungsweise, nee, nicht Faktor, sondern diesen CO2-Emissionswert heranzuziehen, der irgendwo zwischen, ja, wie gesagt, ungefähr 120 und 250 Gramm liegen sollte. Und dann auch zu gucken, ob das, wenn man das so macht, in irgendeiner Art und Weise das eigene Mobilitätsverhalten einschränkt, ob man also genug laden kann, ob man möglicherweise zu wenig Strom in den Akku bekommt und dann auch mal laden muss zu Zeiten, wo mehr CO2 emittiert wird. Wie ist es zum Beispiel, wenn ihr mit eurem Elektroauto tagsüber unterwegs seid, bei eurem Arbeitgeber dort nicht laden könnt oder ihr einfach unterwegs seid und ja, tagsüber zum Beispiel, so wie heute, sehr viel Solarenergie im Netz ist, aber ihr einfach nicht laden könnt, weil es gibt eben dort, wo ihr seid, keine Ladestation oder ähnliches. Auch das kann man ja mal aufschreiben und daraus so interessante Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, wie wichtig es wäre, an noch mehr Stellen Lademöglichkeiten zu haben, einfach um dieses Angebot an erneuerbaren Energien noch besser ausnutzen zu können. Denn das Elektroauto ist ja vielleicht dann bei euch nur abends, nachmittags, abends zu Hause und scheint vielleicht keine Sonne mehr. Und dann wird es halt ein bisschen schwierig. Dann muss man eben auf viel Wind oder so in der Richtung hoffen. Also das, glaube ich, wird ein sehr, sehr spannendes Experiment. Wenn ihr daran mitmachen wollt, dann meldet euch bitte einfach noch bis Ende Juli bei uns per E-Mail. Die E-Mail-Adresse blenden wir ein und steht auch unten in den Shownotes drin.
Und beschreibt einfach mal kurz, wie bei euch die Situation ist. Was habt ihr für ein Auto? Und vielleicht nur in 2, 3 Sätzen eure Lebenssituation, warum ihr Lust habt, an dem Experiment teilzunehmen. Es können natürlich auch mehr als 5 oder 10 Leute daran teilnehmen, das ist gar keine Frage. Und dann bekommt ihr von uns, beziehungsweise von mir, dann auch eine Antwort, wie wir das machen. Die Idee ist, dass vielleicht wir in der ersten oder in der zweiten Augustwoche alle das Ganze mal ausprobieren, dass man ein bisschen mal sich an diese Situation gewöhnt, eben nicht einfach irgendwann, sage ich mal, das Auto ranzustecken, sondern das zu bestimmten Zeiten nur tun zu können oder zu tun zu sollten. Und dann irgendwann im August vielleicht damit anfangen oder gerne auch erst im September dann damit loslegen. Wir haben ja vor einigen Jahren schon mal auch so ein Experiment gemacht. Da hatten wir dann die Challenge gemacht, 30 Tage lang nur öffentlich laden. Und jetzt geht's also 30 Tage lang nur sozusagen möglichst CO2-arm zu laden. So, was ist jetzt noch wichtig? Ihr müsst natürlich nicht nur darauf achten, wie ist dieser CO2-Emissionswert, wenn das Laden beginnt, sondern auch, wie ist das denn dann im Laufe der 2, 3, 4 Stunden, die ihr euer Auto ladet. Denn es wird ja immer behauptet, wenn wir unsere Elektroautos ranstecken, dann werden überall die Kohlekraftwerke hochgezogen und dann wird unendlich viel CO2 in die Luft geblasen, weil wir unsere Elektroautos laden. Das heißt, ihr solltet also immer so ein bisschen einen Blick haben auf die CO2-Werte. Und sollten die jetzt zum Beispiel ansteigen, dann müsstet ihr das Laden möglicherweise unterbrechen bzw. protokollieren. Ich muss jetzt leider auch zu einem Zeitpunkt weiterladen, wo eben mehr CO2 pro Kilowattstunde in die Luft gepustet wird. Aber ich brauche einfach den Strom, um halt weiterfahren zu können. Ihr werdet vielleicht sagen, was soll der ganze Quatsch? Ich habe sowieso einen Ökostromversorger. Das ist erstmal super gut, dass ihr einen Ökostromversorger habt, egal ob ihr Elektroauto fahrt, Plug-in-Hybrid oder eben nicht. Das ist immer eine sehr, sehr gute Sache. Aber euer Stromversorger speist den Strom ja nicht in eure Wallbox, sondern der speist den, das ist keine Kritik, das ist einfach so, irgendwo in Deutschland oder in Europa ins Netz ein und ihr bekommt den sozusagen bilanziell CO2-frei gutgeschrieben. Das ist auch total in Ordnung und entlastet natürlich auch das Klima. Aber das richtig Spannende ist es ja eigentlich erst wirklich dann zu laden, wenn möglichst viel Grünstrom auch tatsächlich physikalisch in eurem Netzgebiet eingespeist wird, beziehungsweise dort tatsächlich ankommt und dann eben auch an eurer Wallbox zur Verfügung steht. Und deswegen machen wir dieses Experiment. Und deswegen guckt ihr bitte auf diesen deutschlandweiten Wert. Der deutschlandweite Wert für die CO2-Emissionen kann natürlich von eurem lokalen Wert total abweichen, das ist mir komplett bewusst. Wenn ihr von eurem Netzbetreiber zum Beispiel eine App oder eine andere Information bekommt, wie bei euch da gerade so die CO2-Belastung konkret vor Ort ist, dann könnt ihr das natürlich nutzen, stattdessen oder ergänzend nutzen. Zum Beispiel können auch alle, die im Netzgebiet der 50 Hertz, also das ist ja Brandenburg, Teile Mecklenburg-Vorpommerns, wohnen, die App von 50 Hertz nutzen. Dort bekommt man nämlich in dieser App einen sehr schönen Überblick, wie viel erneuerbare Energien gerade im Netz sind und auch vor allem die Prognose der Einspeisung von Wind und Sonne in den nächsten Stunden. Kann man also auch sehr schön nutzen. Ihr könnt also sehr gerne das auch entsprechend darauf erweitern. Das Ganze hat jetzt keinen tiefgreifenden wissenschaftlichen Hintergrund. Dazu ist es zu, ich will nicht sagen ungenau, aber dazu kann man sich über die verschiedensten Parameter sehr lange drüber unterhalten. Aber wir wollen einfach mal gucken, klappt das und funktioniert das? Also ihr sollt sozusagen das machen, was vielleicht dann später einfach mal eure Ladeelektronik alleine macht. Also wenn ihr Bock habt, dann meldet euch bei uns und ich freue mich auf eure E-Mails. Bis dann, ciao, ciao.